Freunde, was geht ab? Wir sind hier in Mainz. Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson 1489. In diesem Video möchte ich mit euch über Chatbots reden, und zwar über den Streamlabs Chatbot oder auch früher Ankbot. Und den möchte ich mit euch zusammen einrichten und die ersten Schritte machen und zeigen, wie ihr für YouTube oder auch Twitch diesen Chatbot verwendet. Herunterladen könnt ihr den Chatbot, indem ihr auf die Website von Streamlabs geht, und zwar streamlabs.com. Dort könnt ihr auf den Link Chatbot klicken oder ihr könnt direkt im Link auch /Chatbot eingeben. Ihr solltet dann auf diese Seite gelangen, und auf dieser Seite könnt ihr mit diesem Button down. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch auf eine ganz wichtige Sache hinweisen. Solltet ihr während der Installation des Chatbots oder beim Starten des Chatbots einen Fehler bekommen, dass Python nicht installiert ist, so müsst ihr Python vorher herunterladen. Dies könnt ihr machen, indem ihr hier auf diesen Link klickt. Dann öffnet sich eine neue Seite und dort könnt ihr hier unten zum Beispiel den Windows x86-64 MSI-Installer herunterladen. Das ist der Installer für 64-Bit Windows-Systeme. Solltet ihr ein anderes System haben, müsst ihr natürlich das entsprechende Paket herunterladen. Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass es eine Dokumentation gibt, sprich ein Handbuch für den Chatbot, in dem alles erklärt ist, was ihr in dem Chatbot einstellen könnt und wie das genau funktioniert. Das heißt, wenn ihr auf spezifische Dinge keine Antwort findet, dann guckt doch gerne hier in diese Dokumentation rein. Da könnt ihr alles Mögliche nachlesen und dort wird euch auch geholfen. Natürlich könnt ihr aber auch Kommentare unter das Video posten und könnt spezifische Fragen stellen. Das erste Mal startet, dann öffnet sich ein Wizard, der euch hilft, die Grundeinstellungen des Bots vorzunehmen. Das werden wir nun mal gemeinsam machen. Der Bot fährt gerade hoch und jetzt müssten wir gleich das... Lass uns Valorant zocken. Glaubst du, du kannst mich besiegen? Komm, bin ich hier? Ich schreibe auch auf YouTube schon, dass ich alles aufgeschrieben habe. Verdammte Scheiße. Machen wir jetzt eine Reaktion auf unser Video oder was? Wir kommen jetzt direkt schon auf den Punkt. Meine Rolex sagt mir, ich habe nicht so viel Zeit, weil ja, dieser Fall verdient nicht so viel Aufmerksamkeit. Dann würde ich sagen, hören wir uns erstmal Rons Aussagen an. Ich finde es lächerlich, dass von einem Mann wie mir behauptet wird, ich hätte ihr 10 Euro angeboten. Also bevor ich hier auf irgendwas reagiere, ich finde es absolut lächerlich, dass man einer Frau wie mir unterstellt, ich hätte gesagt, dass ein Fahrstuhl direkt neben dem Pool war. Deswegen würde ich sagen, Ron, mach erstmal die Basics und erzähl, wenn du erzählst, dann richtig und verdreh nicht die Wörter in Cindys Poloch. Bitte erzähl! Bitte erzähl! Und wir waren am Pool. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt los, weil ich muss, als ich beim Fahrstuhl stand. So Leute, ich habe auch nie behauptet, dass Ron mich am Pool direkt angesprochen hätte. Das war wie gesagt direkt vor dem Fahrstuhl. Und ja, zum Thema, wo denn diese Location ist mit einem Pool und einem Fahrstuhl. Das war im Soho-Haus in der obersten Etage, kennt bestimmt jeder, da ist ein Pool. Und wenn man in der Mitte rausgeht, es gibt zwei Auswege, entweder von der Mitte, vom Wohnzimmer in dem Sinne, wo dann ein runder
eine runde Bar ist, kommt man Richtung zu mir, zu den ganzen Fahrstühlen, sind ja mehrere, oder man geht nach links raus und da kommt man zum Poolbereich. Erste Zusammentreffen zwischen Elena und Ron soll ja schon vor den beiden Wegen gleich nämlich auf einer geeigneten Party. Und dort soll er sie zuerst am Pool getroffen haben und dann aber am Fahrstuhl angesprochen haben. Kennen Sie einen Ort in Berlin, wo ein Pool direkt an einem Fahrstuhl ist? Ich kenne keinen Ort, wo ein Fahrstuhl direkt am Pool ist. Das wäre mir, kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn es da um eine Gangbang-Party geht, kann ich mir nicht vorstellen, weil dann welcher der Erste da, der da gewesen wäre. Letztendlich muss man auf jeden Fall sagen, dass man mit 17 nichts aus so einer Gangbang-Party zu suchen hat. Es gibt ja nur 50-50. Entweder lügt Ron oder Elena lügt. Da ich Elena attraktiver finde als Ron, schlage ich mich ganz klar auf Elenas Seite. Ich denke, die sind sich auf jeden Fall in einigen Punkten ähnlich. Auch was das Nachtleben angeht und die Offenheit. Und würde da dementsprechend denken, dass sie sehr gut klarkommen wird miteinander, ja? Ja, also kann schon sein, wenn ich Ron unter anderen Umständen kennengelernt hätte, dann wären wir bestimmt irgendwie die gewissen Party-Crasher Berlins geworden. Als sich bei der Menge nur um 10 Euro handelte, kann es vielleicht sein, dass Ron da gerade ganz crazy drauf war und das zum Spaß vielleicht gesagt hat. Es war ja auch nur ein Spaß mit den 10 Euro, es ist ein Insider einfach unter Freunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ron Bilecki noch nie einer Frau 10 Euro angeboten hat, außer mir. Und er ist der Großunternehmer und verdient sein Geld mit Pandorado. Exzessive Partys. Ja, vielleicht sollte Ron einfach weniger Booster konsumieren. Und dann würde er auf Partys weniger eskalieren. Alles reibt sich verdammte Scheiße. Mittlerweile bin ich wirtschaftlich komplett von ihm abhängig. Ja, Herr Julian Ziedlow, ich würde sagen, da steht Ihr Unternehmen ganz schön auf der Spitze vom Mount Everest. Riskant. Also, dass Ron für Sex bezahlt, habe ich schon das ein oder andere Mal mitbekommen, auf jeden Fall. Aber es ist dann eher die dritte oder vierte Nummer am Abend. Das ja, anscheinend sollte ich ja dann die dritte oder vierte Nummer werden. Tut mir leid, Ron, also wirklich vom Herzen, dass ich dir deinen Abend ruiniert habe. Wenn Pearl fertig ist, dann hat er immer Frauen im Gepäck, die er dann mitnimmt. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Bratzen, sondern das sind schon richtig gute Frauen. Wahrscheinlich, oder? Die Cindys und die Mindys. Da war er mit 5 oder 6 Frauen da, die dann alle um ihn herum saßen. Interessant, also 5 bis 6 Frauen, ist es jetzt der deutsche Dan Bilzerian oder was? Da muss ich mich connecten. Fahrstuhl, der in den Pool führt, habe ich noch nie in meinem Leben von gehört. Wie soll das auch funktionieren? Ich bin mir zu 100% sicher, dass... Ja, ja. Es ist kein Pool neben Fahrstuhl, aber er sagt, ich könnte mir niemals vorstellen, dass sowas funktionieren könnte. Elena Camperi nicht, aber was ich bis jetzt auf Instagram gesehen habe, die ist eine verdammt geile Sache. Also ich muss sagen, ich habe Victor vor 1-2 Wochen persönlich kennengelernt und da kam mir... Let's...
keine Ladung übrig.